Küstenregionen mit mildem Seeklima, nur einen Steinwurf entfernt von rauer Tundra. Eine endlose Bergwelt, unterbrochen von tiefen Fjorden und dichten Wäldern. Es ist die Heimat der Trolle aus den nordischen Sagen und Märchen. Ein dünn besiedeltes Land mit einer Tierwelt, die zum Teil noch aus der Eiszeit kommt. Norwegen erstreckt sich vom Skagerrak im Süden bis zum Polarmeer im Norden. Wie ein Rückgrat ziehen sich die Berge der Skanden über 1700 Kilometer von der Nordsee bis zum Nordkap. Es ist das Reich der Bergtundra mit arktischer Kälte, monatelang. Moschusochsen sind besonders gut an ein Leben in Europas Gefrierschrank angepasst. In kleinen Herden trotzen sie dem eisigen Wind und Temperaturen von minus 40 Grad. Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, an denen die urtümlichen Wesen in Freiheit leben. Nur dort, wo der Wind die Bergkuppen von Schnee frei hält, können die Tiere den Winter überstehen. Konflikte werden jetzt ohne viel Kraftaufwand gelöst. Bis zu den Brunftkämpfen im Herbst vergehen noch viele Monate im Dovrefjell-Nationalpark.